بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben im letzten Dars begonnen mit dem Kitab al-Tawbah, dem Buch der Tawbah. Und da die Tawbah mit den Zunub und den Ma'asi, das heißt den Sünden und den Missetaten, etwas gemein hat, haben wir die Sünden besprochen. Die Einteilung in groß und klein. Und ich erinnere mich auch erwähnt zu haben, dass diese Einteilung auf den Konsens basiert. Das heißt, das ist keine rein theologische oder terminologische Einteilung. Es ist eine schariatische Einteilung. Die Sünden in groß und klein einzuteilen ist schariatisch. Und das gilt für viele andere Einteilungen, die wir machen. Vielleicht ist euch bekannt, dass der Tauhid, das heißt der Einheitsglaube oder der Monotheismus, dass dieser auch in drei Kategorien eingeteilt wird. Sahih? Ist diese Einteilung terminologisch? Also ist sie einfach nur von den Gelehrten erfunden worden, zum Beispiel um das Verständnis zu erleichtern oder um einen Überblick zu erschaffen? Das ist nicht der Fall. Das ist eine schariatische Einteilung. Und genauso mit den großen und kleinen Sünden, das ist eine schariatische Einteilung, auch wenn es gewisse Gruppierungen gab, die das verneint haben, diese Einteilung. Das heißt, sie waren der Auffassung, dass sämtliche Sünden große Sünden sind. Unter anderem wird das den Khawarij zugeschrieben. Die Khawarij haben wir auch schon mal genannt, ist eine Gruppe, die in der Zeit der Sahaba, in der Zeit der kleinen Sahaba, also der jüngeren Generation von ihnen entstanden ist. Und die der Auffassung waren, dass jemand, der eine Sünde begeht, eine große Sünde begeht, ein Kafir ist. Und bei ihnen sind aber alle Sünden große Sünden. Also es gibt keine kleinen und großen Sünden. Diese Einteilung basiert unter anderem auf die Aussage Allah Ta'alas, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Wenn ihr die großen, die schwerwiegenden Dinge meidet, die wir euch untersagt haben, werden wir euch eure Sünden vergeben. Das heißt, wenn ihr die großen Sünden vermeidet, das heißt diese Kapitalverbrechen, dann werden wir euch eure Sünden vergeben, also die kleineren Sünden. Die kleineren Sünden. Wie dem auch sei, wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die großen Sünden nicht in eine bestimmte Anzahl eingeschränkt sind. Also es sind weder 7 noch 70, noch sind es 4, wie es einige gesagt haben. Jede Sünde, für die es eine Strafe gibt, das heißt eine Hadd-Strafe in der Dunya. Diese Hadd-Strafen sind euch vielleicht bekannt. Das sind die. Eine Hadd-Strafe ist eine Sanktion, die die Scharia vorgesehen hat für bestimmte Sünden in einem bestimmten Ausmaß und bestimmte Beschaffenheit. Nun, das sind 8 oder 7. Es gibt 7 oder 8 Hadd-Strafen in der Scharia, zum Beispiel für Verleumdung. Verleumdung, der sogenannte Al-Qadhf, das ist einer keuschen Frau oder einem keuschen Mann, also jemand, der unbescholten ist, die Unzucht vorzuwerfen. Unzucht. Und das kann natürlich auf verschiedene Arten und Weisen geschehen, wie die Fuqaha das erwähnen, entweder explizite Ausdrücke, indem man zum Beispiel sagt, Yazani, das heißt, du Unzüchtiger, oder ähnliche Begriffe. Dafür gibt es eine Hadd-Strafe in der Scharia. Oder der Diebstahl. Der Diebstahl, Unzucht, Mord, da gibt es den Qisas, die Ridda und so weiter. Das sind die Hadd-Strafen. Jede Sünde, für die es in der Dunya eine Hadd-Strafe gibt, oder eine, es gibt in den Texten der Scharia in Bezug auf diese Sünde eine Drohung. Drohung, also im Sinne, dass ihm eine spezifische Strafe angedroht wird in der Akhira. Oder für Sünden, für die man verflucht wurde. Wenn diese drei Dinge gegeben sind, also nochmal Hadd-Strafe, Fluch oder Androhung von bestimmten Strafen in der Akhira, dann handelt es sich hierbei um eine, dann handelt es sich um eine große Sünde, eine Kabira. Ist das nicht der Fall,
dann ist es eine kleine Sünde. Wie zum Beispiel über yani, belanglose Lügen. Belanglose Lügen, ich meine mit belanglosen Lügen, Lügen, die keinem Menschen schaden. Solche Lügen sind von den As-Sara'ir, von den kleinen Sünden. Oder was noch? Wir hatten in einem der letzten Durus erwähnt, das Berühren einer Frau, die du nicht berühren darfst. Das ist auch eine kleine Sünde. Erinnert euch vielleicht an den an dieses Ereignis, das wir hierzu erwähnt hatten, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, ich bin zugrunde gegangen. Und dann fragte er, was hat dich denn, was soll das denn sein, also was ist geschehen? Und da hat er gesagt, ich habe eine Frau geküsst. Und dann sagte, ja, die er nicht berühren darf. Und dann sagte, er dachte, das ist ja etwas, ja, wie der Sina oder derartiges, wofür er eine große Strafe verdient. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nichts, bis der Vers herabgesandt wurde, wa aqim as-salata zulafan min al-layli wa aqim as-salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl in al-hasanati yudhibna as-sayyi'at, und verrichte das Gebet an den zwei Rändern des Tages, also am Anfang und am Ende des Tages, und in der Nacht in al-hasanat, wahrlich die Hasanat, die guten Taten, das wäre hier das Gebet, lassen die schlechten Taten schwinden. Radieren sie aus, löschen sie aus. Nachdem der Al-Imam dies sozusagen geklärt hat, geht er auf eine weitere Sache ein. Mir persönlich ist der Zusammenhang nicht ganz klar geworden, aber er hat das hier so erwähnt. Und zwar ein Abschnitt über die Verschiedenheit der Menschen in Bezug auf ihre Ränge und Stufen in der Akhira. Die Verschiedenheit der Menschen in Bezug auf ihre Ränge und Stufen in der Akhira. Grundsätzlich kann man die Menschen in vier Gruppen einteilen. Also in Bezug auf ihre, auf die Ausgänge ihres Lebens. Der Ausgang des Lebens, das ist ja das Entscheidende. Da gibt es vier Möglichkeiten, vier Varianten von Menschen. Er nennt sie wie folgt, er nennt sie Halik, das heißt, jemand, der zugrunde gehen wird. Zugrunde gehen, das heißt, darunter können wir uns nichts weiteres mehr vorstellen. Dann Mu'azzab, jemand, der gepeinigt wird, aber nicht zugrunde gehen wird. Jemand, der bestraft wird, aber dennoch nicht zugrunde gehen wird. Drittens An-Naji. An-Naji, das ist der, der, sagen wir mal so, weder stets für ihn noch gegen ihn. Die Entscheidung wird weder für ihn fallen, noch gegen ihn fallen. Das ist so jemand, der weder Plus hat noch Minus. Und dann haben wir die Al-Fa'izun, die Sieger und die Gewinner. Das sind die, wie man dann natürlich versteht, die mit einem Konto auftauchen werden, das im Plus, nicht im Minus ist und auch nicht ausgeglichen ist. Und dann gibt er ja hier, prägt er ja ein Beispiel, damit man das Ganze mal etwas genauer versteht. Er sagt, man stelle sich vor, es gibt einen König. Das ist nur ein Beispiel, um das zu verstehen. Das soll kein Vergleich sein mit dem Gericht in der Akhira, noch ein Vergleich dieses Königs mit Allah Ta'ala. Da Allah Ta'ala sagt, وَلَا تَضْرِبُوا لَهُ الْأَمْثَالِ, und prägt für ihn nicht Gleichnisse. Und das ist der Ursprung des Schirk übrigens. Der Ursprung des Polytheismus liegt darin, dass man Allah Ta'ala mit seinen Geschöpfen vergleicht. Ich meine jetzt nicht das Vergleichen nur in den Eigenschaften oder in den Taten oder im Wesen Allah Ta'alas, sondern auch das Vergleichen im Umgang. Ein ganz einfaches Beispiel dafür, der Schirk, der, also dieser klassische Polytheismus, der schon seit eh und je betrieben wird, in den alten, antiken Kulturen bis heute noch, dieser Schirk der Fürsprache und Fürsprecher. Das heißt, ich muss Instanzen neben Allah Ta'ala anbeten, mich mit meinen Kulthandlungen an sie wenden, damit sie
dies weiter an Allah Ta'ala leiten oder für mich Fürsprache bei ihm einlegen. Worauf basiert denn dieser Polytheismus? Er basiert auf die Vergleichung des Geschöpfes menschlicher Könige mit Allah Ta'ala. Menschliche Könige brauchen Fürsprecher. Also das Volk als Ganzes kann sich nicht jeder Einzelne mit seinem Anliegen an den König widmen. Das geht gar nicht. Das heißt, es gibt sozusagen Zwischenpersonen zwischen dir und dem König oder dem, in dessen Hand halt die Angelegenheiten sind, des Regimes und so weiter. Du wendest dich an ihn und er wendet sich an den König. Richtig? Das nennt man Al-Hajib. Und die klassischen Mushrikun haben genau diese Schubha gehabt und diesen Vergleich gehabt, dass wir sind zu klein, wir sind zu schlecht, wir sind nicht fromm genug, um uns direkt an Allah Ta'ala zu wenden. Also brauchen wir auch diese Heiligen, diese, wie nennt man sie, die Awliya, an die wir uns widmen, und sie leiten dann unsere Dinge weiter an Allah Ta'ala. Das ist der klassische, typische Polytheismus, und der basiert, wie ihr seht, auf einem Vergleich. Man vergleicht hier Allah Ta'ala mit den weltlichen Königen. Jedenfalls, er sagt hier, das Gleichnis ist wie das eines Königs, der einen Kontinent übernimmt. Und in diesem Kontinent gibt es dann Leute, die seine Herrschaft, die sie negieren, ablehnen. Obwohl sie jetzt manifest ist. Obwohl er sich auf den Thron gesetzt hat und die Dinge leitet und waltet, das Heer dieses Landes führt, die Leute dort versorgt. Aber da gibt es einige, die negieren das dennoch. So, das sind die, die zugrunde gehen werden. Dann gibt es welche, die das zwar akzeptieren, die ihn anerkennen, sie erkennen ihn an, aber tun nichts. Tun nichts, was diese Anerkennung eigentlich fordert. Das heißt, es gibt keinen Dienst, keinen Gehorsam, kein Nichts. Diese Personen werden zwar nicht zugrunde gerichtet, aber sie werden gepeinigt, sie werden bestraft. Dann gibt es eine dritte Kategorie, die haben wir die Najun genannt, die, sagen wir mal, weder im Plus noch Minus sind. Das sind diejenigen, die nur das gemacht haben, was von ihnen gefordert worden ist. Das heißt, sie haben akzeptiert, anerkannt und haben das Minimum bewerkstelligt, was zu bewerkstelligen ist. Nicht mehr, nicht weniger. Diese werden errettet sein. Aber das kann man sich schwer vorstellen, deswegen werden wir auch später erwähnen, wer dazu gehört, zu dieser Kategorie. Dazu gehört nämlich, erzählt dazu beispielsweise die Kinder der Kuffar oder die Geistesgestörten. Ja, die haben nichts vergangen, haben aber auch nichts, yani, wirklich getan. Und dann gibt es die vierte Kategorie, die nennt er die Al-Faizun. Das sind diejenigen, die ihr Leben aufgeopfert haben im Dienst des Königs. Die das ihr eigenes Leben aufgeopfert haben im Dienst des Königs. Das sind diejenigen, die geehrt werden und in Ehrenkleider eingekleidet werden. Das sind diese vier Kategorien, die ihr hier genannt habt, anhand eines Beispiels. Danach erwähnt er, er sagt, die Menschen werden in der Akhira, also ihre Rangstufen in der Akhira werden ähnlich sein. Und das schon von Beginn an wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, in Bezug auf den sogenannten As-Sirat, diese Brücke, über die Menschen überqueren werden. Übrigens, das Wort As-Sirat wird mit einem Sad ausgesprochen, Sirat, und mit einem Sin, Sirat. Und mit einem Sei, Sirat. Alle drei Sprachen sind legitim. Er sagt, der Prophet berichtete, dass die Menschen am Tag der Auferstehung diese Brücke überqueren werden. Manche werden wie der Blitz sein, also in Geschwindigkeit des Blitzes. Du wirst hinschauen und sie sind schon weg. Andere werden schnell darüber eilen, über diese Brücke.
wenn sie schnell bewegen, wie jemand, der rennt. Andere werden an den Dornen und Haken hängen bleiben und sich daran verletzen, aber sie werden das noch überqueren. Andere werden niederstürzen, also in die Hölle, und nach einer Weile wieder herauskommen. Und andere werden nicht herauskommen. Übrigens, er zitiert ja auch einen Hadith, in dem es heißen soll, der Letzte, der von meiner Umma aus dem Feuer entlassen wird, wird nach 7000 Jahren entlassen. Aber diese Überlieferung hat keinen Ursprung. Wisst ihr, was das heißt, wenn wir sagen, sie hat keinen Ursprung? Es gibt ein Hadith, die haben einen Ursprung. Das heißt, sie werden tatsächlich mit vollständigen Überlieferungsketten überliefert, aber es gibt irgendwelche Mängel, die wir in dieser Überlieferung finden. Sei dieser Mangel nun im Text oder in der Überlieferungskette. Ein Mangel kann auch im Text sein. Es muss nicht sein, dass es nur die Überlieferungskette ist, die immer aussagt, ob dieser Hadith akzeptabel ist oder nicht. Es kann sein, dass ein Hadith, also rein wissenschaftlich betrachtet, von der Überlieferungskette her gibt es da nichts zu bemängeln. Aber im Text haben wir etwas zu bemängeln. Aber das ist natürlich eine Sache für sich selbst. Nur dieser Hadith hat gar keinen Ursprung. Das heißt, er gehört zu den sogenannten Al-Mawdu'at, Hadith, die erfunden worden sind, erlogen sind, die keinen Ursprung haben. Man kann es nicht nachweisen, auch nicht annähernd, dass es eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Deswegen wurde dieser Hadith von Al-Fattani, Al-Fattani ist einer der Hadith-Gelehrten, in dem Buch Tazkirat al-Mawdu'at erwähnt, eine Sammlung für solche Überlieferungen. Wisst ihr, das Wort Al-Mawdu'at, ich habe es ja eben gesagt, Al-Mawdu' heißt ein Hadith, der erfunden worden ist, erlogen worden ist. Das bedeutet aber auch sprachlich Thema. Thema, Mawdu', Thema. Über welches Thema sprechen wir heute? Yani, Al-Mawdu'. Es gab einen Imam, der hat täglich oder in der Woche ein paar Sitzungen gehabt, in denen er seinen Leuten Hadith vorgetragen hat. Das ist nur ein Beispiel dafür, ne? Dieses Beispiel erwähne ich, um zu zeigen, dass man Fachbegriffe kennen muss und Fachbegriffe von sprachlichen, von den typischen sprachlichen Begriffen unterscheiden muss. Es kann sein, dass wir ein und dasselbe Wort von Fach zu Fach anders verstehen und verwenden. Und wenn man dann diese Fachkenntnis nicht hat und dann das Wörterbuch aufschlägt, und du schlägst das Wörterbuch auf, du kennst das Wort Al-Mawdu' nicht aus der Hadith-Wissenschaft, dann schlägst du ein deutsches Wörterbuch auf, deutsch-arabisch, und da steht, Mawdu' heißt Thema. Dann kommt es zu einem Problem. Da gab es einen Imam, der war wahrscheinlich auch so, der hat ein Buch gekauft, das heißt Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at ist die Mehrzahl von Mawdu'. Tayyib. Und dann hat er seinen Leuten, und das ist von Al-Imam ibn al-Jawzi, hanbalitischer Rechtsgelehrter und Hadith-Wissenschaftler. Der hat dann jeden Tag seinen Leuten davon vorgelesen, aus diesem Buch, was natürlich Katastrophe ist. Und dann hat ihn mal einer der Anwesenden gesagt, ja, Sheikh, was machst du da? Diese Ahadith sind alle erlogen. Das sind alles erlogene, erfundene Ahadith. Und dann sagt er, wie wagst du dich, so etwas zu sagen? Ich lese hier aus einem Buch von dem Imam Ibn al-Jawzi vor. Das heißt Al-Mawdu'at. Er hat gedacht, Al-Mawdu'at heißt, yani, Ahadith nach Themen. Ahadith nach verschiedenen Themen. Al-Mawdu'at heißt aber in der Wissenschaft erfundene Berichte und Überlieferungen. Naja, wie dem auch sei, dieser Hadith hat keine Grundlage, dass der Letzte, der von der Umma aus dem Höllenfeuer herauskommt, 7000 Jahre bleiben wird. Aber dennoch, wie lange er auch bleiben mag, es ist ein großer Unterschied zwischen jemandem, der wie ein Blitz in der Geschwindigkeit des Blitzes über die Brücke kommt, und jemand, der da hängen bleibt oder niederfällt. Ebenfalls in Bezug auf die Intensität der
der Strafe und der Peinigung sind die Menschen nicht gleich. Die leichteste Form der Peinigung, die man sich da vorstellen kann, ist die Al-Munaqasha, Munaqashatul Hisab. Wie es im Sahih Bukhari vorkommt, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man nuqisha al-Hisab uzib. Wer akribisch, also wer einer akribischen, wer akribisch ausgefragt wird, der wird gefoltert. Eine akribische Ausfragung ist Folter. Wisst ihr, was akribische Ausfragung heißt? Das heißt, er wird über jede Kleinigkeit, jede große und Kleinigkeit ausgefragt. Und nicht das Ausfragen ist etwas anderes als das Vorführen deiner Taten. Deine Taten können dir vorgeführt werden. Das heißt, du hast an diesem und jenem Tag dies und dies gemacht. Akzeptierst du das? Ist das wahr? Das ist Vorführung. Das ist noch keine Strafe. Das ist keine Form der Strafe, auch wenn es beschämend, also es ist in dieser Stellung zu stehen, das ist natürlich, das erfüllt den Menschen mit Scham oder sollte ihn und wird ihn mit Scham erfüllen, aber es ist noch keine Folter. Deswegen fragte Aisha radiallahu ta'ala anha, als sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam dies sagen hörte, man nuqish al-hisab uzib, sie hat das nicht in Einklang bringen können mit der Aussage Allah Ta'alas, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Und wer sein Buch in seine Rechte gedrückt bekommt, der wird einer leichten Abrechnung unterzogen. Hier haben wir eine Abrechnung. Wir wissen ja, Abrechnung, Muhasaba, bedeutet, dass man dir deine Taten vorführt. Dass man dir deine Taten vorführt. Du hast an diesem Tag, zu dieser Zeit, dieses und jenes gemacht. Und an diesem Tag, zu jener Zeit, hast du dieses und jenes unterlassen. Das nennt man Muhasaba. Wie kann hier, wenn Allah Ta'ala sagt, wem das Buch in die Rechte gedrückt wird, der wird einer leichten Abrechnung unterzogen. Das heißt, es ist keine Form der Folter oder der Peinigung, es ist keine Strafe, es ist keine Last. Wie ist das dann zu verbinden oder in Einklang zu bringen mit der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer akribisch ausgefragt wird, nuqish al-hisab? Das heißt, al-munaqasha bedeutet eigentlich diskutieren. Ne? Wenn man mit jemandem diskutiert, das ist die al-munaqasha. Wenn man das mit dir ausdiskutiert, ist das eine Strafe. Und sie fragte dann den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass der Vers innama huwa al-ard, das, was im Vers hier erwähnt wird, das ist nur der al-ard. Das heißt, deine Taten werden dir demonstriert, sie werden aufgezählt, das war's, mehr ist das nicht. Diese Form der akribischen Ausfragung ist das Kleinste, was man sich vorstellen kann an Bestrafung. Und ihr kennt das vielleicht auch aus dem weltlichen Leben, wenn man vor höheren Menschen steht, Menschen in höheren Positionen, sei es nun der Chef auf der Arbeit oder irgendwas in dieser Art, und er fragt dich detailliert aus über Dinge, die du getan oder gelassen hast, das ist keine angenehme Situation, oder? Ist sicherlich keine angenehme Situation, vielleicht kommt man auch ins Schwitzen, vielleicht zappelt und zittert der eine und andere. Aber du stehst hier einem Menschen gegenüber, der dir ebenbürtig ist. Der ist ein Mensch, wie du es bist, ist aus derselben Materie geschaffen, wie du geschaffen bist, und wird auch genauso enden, wie du eines Tages enden wirst. Und im Grunde genommen ist er nicht anders als du oder dir in Wirklichkeit nicht überlegen. Überlegen nur im Sinne von materiellen Dingen. Er hat ein bisschen mehr Materielles bekommen, hat ein bisschen höhere Stellung auf dieser materiellen Welt bekommen, aber in der Akhira wirst du nicht vor einem materiellen Chef oder Boss stehen.
طيب Jedenfalls in Bezug auf die Details sagt er dann, dass jeder, der die Grundlage des Iman erfüllt, also das Minimum des Imans, und sämtliche Kabair unterlässt, die großen Sünden, und die Pflichten so erfüllt, wie er sie zu erfüllen hat, und höchstens kleine Sünden begeht, hier und da mal eine kleine Sünde begeht, aber nicht auf ihn verharrt, also nicht durchgängig diese kleinen Sünden praktiziert, bei dem ist es eigentlich grundlegend so, dass man davon ausgehen kann, dass er erbarmt wird. Deswegen sagt Allah Ta'ala im Koran, er sagt, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Und eilt zur Barmherzigkeit, zur Vergebung Allahs und einem Paradies, dessen Breite die Himmel und die Erde sind, vorbereitet für die Muttaqun. Es ist vorbereitet für die Al-Muttaqun. Das heißt, dieses Paradies ist hauptsächlich kreiert worden, erschaffen worden für die Al-Muttaqun. طيب, wer sind die Muttaqun? Wer gehört alles dazu? Das erklären die zwei nachstehenden Verse, und der eine davon ist das, was uns gerade hier interessiert. Er sagt, أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, die ihr Hab und Gut ausgeben, also auf dem Weg Allah Ta'ala, فِي السَّرَّاءِ, in guten sowie schlechten Situationen. Also, ob du nun arm bist oder reich bist, ob du krank oder gesund bist, ob du gerade in einer schweren Lage bist, oder ob es dir gut geht, sie geben auf dem Weg Allah Ta'ala auf. Das ist die erste Eigenschaft, die er hier erwähnt, der Muttaqun. Wal-Kadhimin al-Ghayd. Und diejenigen, die ihren Groll und Grimm unterdrücken, also die ihn nicht zum Fließen, die ihn nicht fließen lassen, sie unterbinden ihn. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس, und jene, die den Menschen vergeben. Die den Menschen vergeben. طيب, das sind jetzt wie viele Eigenschaften, die ihr Vermögen ausgeben, die ihren Groll, ihren Hass unterdrücken, wenn sie ihn gegen jemanden empfinden, die den Menschen vergeben, das sind drei Eigenschaften. Und dann sagt Allah Ta'ala, das ist der Punkt, der uns hier interessiert, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, und jene, die, wenn sie eine Schandtat begehen, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, oder sich selbst gegenüber ungerecht waren. Ungerechtigkeit gegenüber dir selbst bedeutet, Ungerechtigkeit gegenüber dir selbst bedeutet, das zu unterlassen, was dir zur Pflicht aufgelegt worden ist, oder zu tun, was dir verboten ist, denn damit hast du dir selbst ungerecht angetan, weil du mit dir selbst ehrwürdiger hättest umgehen können. طيب, أو ظلموا أنفسهم, oder die sich selbst gegenüber ungerechtig waren, sich dann aber an ihren Herrn erinnern und um Vergebung bitten. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا, und nicht auf das verharren, was sie getan haben. Das heißt, Allah Ta'ala zählt diese Menschen unter den Muttaqun, sahih? Also er nennt sie auch, sie sind auch, oder anders ausgedrückt, jemand kann Taqwa haben, gottesfürchtig sein. Die Taqwa ist eigentlich die höchste Form des Iman. Die Taqwa ist die höchste Form des Iman. Jemand kann Taqwa haben, selbst wenn er hier und da mal ausrutscht. Wenn er hier und da mal eine Sünde begeht. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, ja, فَعَلُوا فَاحِشَ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, die eine Schandtat begehen oder sich selbst gegenüber ungerecht sind, aber sich dann schleunigst erinnern, zurückkehren, sich erinnern
und nicht verharren auf das, was sie getan haben. Das sind zwei Bedingungen. Und diese Menschen, die also das Minimum des Imans, den Aslul Iman, die Grundlage des Imans verwirklicht haben und danach keine großen Sünden begangen haben oder kleine Sünden, die sie immer und immer wieder begehen. Wenn wir von kleinen Sünden reden, reden wir übrigens nicht vom Makruh, ne? Nicht, dass man das verwechselt. Kleine Sünde ist immer noch Haram. Es ist nicht zu den Makruhat zu zählen. Aber man muss diese Unterscheidung machen. Diese Unterscheidungen sind äußerst wichtig. Ich meine die Unterscheidung zwischen, ob etwas verpflichtend oder Sunnah ist. Ob etwas Haram oder Makruh ist. Du kannst nicht sagen, sicherlich ist alles verlangt. Die Sunnen und die Pflichten, sie sollen alle ausgeführt werden, soweit man kann. Die Muharramat sollen unterlassen werden, genauso wie auch die Makruhat, also die unerwünschten, verpönten Dinge unterlassen werden sollten. Aber das nicht zu differenzieren, ist ein fataler Fehler. Denn das hat Ursachen. Aber grundlegend sehen wir das auch, dass die Sahaba das differenziert haben. Nicht wie einige heute behaupten. Wir haben heute einige Strömungen, die behaupten, das wäre nicht korrekt, die Sachen so zu unterscheiden. Zwischen Wajib und Mustahab, Sunnah und Makruh. In einem Hadith wird überliefert, dass einer der Anwesenden sagte, in einer Sitzung von Umar, Ibn Umar, er sagte, Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu sagte, dass der Prophet, er sagt, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis zabibi wa tamar, ya'ani an yukhlata. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, also pass auf das Wort auf, Naha, Naha heißt verbieten. Naha heißt verbieten. Aber verbieten heißt nicht, dass du das gleichstellst mit Haram. Naha, er hat verboten, Datteln und den Zabib, Zabib, wie nennt man das auf Deutsch? Rosinen. Datteln und Rosinen zusammen zu essen. Einfach, das ist nur feiner Anstand. Es geht nicht darum, dass es Haram ist. Es ist einfach Anstand, die Sachen eins nach dem anderen zu essen und nicht in sich reinzuschmeißen, alles was da ist, die Hand füllen und rein damit. Er sagte aber, er hat es verboten. Der Anwesende, ich habe seinen Namen vergessen, wer das war, er sagt, jemand hinter uns hat das nicht gehört und fragte mich, was sagte er? Was sagte Ibn Umar? Dann sagte ich, qala harrama Rasulullah. Er hat das Wort ausgetauscht, naha, mit Haram. Er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es als Haram gemacht, also ich nenne es jetzt mal Haram machen, im Deutschen würden wir es wieder als verbieten übersetzen. Er hat es verboten, also Haram jetzt das Wort, Datteln und Rosinen zusammenzuspeisen. Und dann sagte Ibn Umar, als er das hörte, er sagte, du hast gelogen, kadabt, du lügst. Dann sagte er, hast du nicht gesagt, hast du nicht eben gesagt, Naha Rasulullah? Hast du nicht eben gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten? Und dann sagt er, Atashhadu annahu haram? Bezeugst du, dass es haram ist? Und dann sagt er, einer der Überlieferer, er sagt, es ist so, als ob er sagen möchte, es ist, als ob er sagen möchte, also Ibn Umar, dass unter den Dingen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, solche sind, die einfach nur den Anstand betreffen. Anstand. Sie betreffen den Anstand. Und diese Dinge kann man nicht auf die Stufe des Haram hochheben. Sie gehören, das sind halt so Ordnungswidrigkeiten. Ordnungswidrigkeiten oder Anstandswidrigkeiten nenne ich das mal. Und diese kann man nicht auf die Stufe des Haram setzen. Dazu gibt es viele Beispiele. Beispielsweise der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dem Hadith von in Sahihain sagt er la yatanaffas fil ina, er soll nicht in das Gefäß, aus dem er trinkt, einatmen. Das heißt, wenn er trinkt und ausatmen muss, nimm das Gefäß weg oder das Glas weg, die Flasche, was auch ist, atme aus und atme nicht da rein. Tayyib, ist das haram? Eigentlich ist es dieses La, das ist ein Partikel des Untersagens, Partikel des Verbotes.
Aber das ist nicht diese, es ist nicht so, die klassischen Fuqaha haben diese Texte nicht so behandelt, wie das heute gemacht wird. Alles so automatisch. La, haram. If'al, tu, verpflichtend. Naha, er hat verboten, ist gleich haram. Das widerspricht der Methodik der klassischen Fuqaha. Hier in dem Ausatmen in das Gefäß, Nawawi, er behauptet, dass es hier einen Konsens der Gelehrten gibt, dass das nicht haram ist. Ja. Oder beispielsweise das Essen mit der rechten Hand. Das Essen mit der rechten Hand, verpflichtend. Das ist Sunnah, es zu tun. Das zu unterlassen ist unerwünscht. Es ist eine Form des Anstands. Deswegen kann man das nicht hochheben auf die Stufe des Wajib. Schlafen auf dem Bauch. Das Schlafen auf dem Bauch hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam untersagt. Also hier ist nicht gemeint, schlafen, wenn du schläfst, hast du ja keine Kontrolle über dich, ne? Ob du jetzt auf der rechten Seite liegst oder linken oder auf dem Bauch. Aber er meint damit, sich so hinzulegen. Es ist nicht haram. Und was haben wir da noch? Von dem zu essen, was sich vor dir befindet. Also wenn man gemeinschaftlich isst aus einem Gefäß, was hierzulande eigentlich gar nicht mehr gemacht wird, aber es gibt noch Länder, wo man das macht, dass du nicht herumgreifst im Essen, sondern nur von dem isst, was gerade jetzt vor dir ist. Das ist Anstand. Das ist Mustahab. Es erwünscht, das nicht zu tun, ist nicht haram, sondern makruh. Das heißt, diese Unterscheidung ist notwendig. Warum ist diese Unterscheidung notwendig? Nummer eins. Eines der Gründe ist, um zu wissen, wie man vorzugehen hat, wenn es dazu kommt, dass du nur eins von beiden machen kannst. Oder wenn beispielsweise mal die Zeit einer Pflicht knapp wird, dann musst du wissen, was ist jetzt hier unentbehrlich für diese Tat und was ist entbehrlich, sodass ich das auslassen kann. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Nehmen wir mal an, du hast nur noch eine geringe Menge Wasser. Du hast eine geringe Menge Wasser und du musst den Wudu machen. Jetzt wissen wir, dass es im Wudu solche Dinge gibt, die notwendig, also die verpflichtend sind, und Dinge, die mustahab sind. Wenn ich jetzt anfange, die mustahabbat, also alle erwünschten Taten des Wudu zu praktizieren, kann es dazu führen, dass das Wasser ausgeht und ich bin nicht fertig. Wenn ich aber nur das Minimum des Wudu verrichte, das heißt beispielsweise jedes Körperteil nur ein einziges Mal zu waschen, dann habe ich möglicherweise noch genug Wasser, um ein vollständiges Wudu zu verrichten. Und das wäre hier die Pflicht. Das wäre meine Pflicht in diesem Fall, das zu tun. Oder beispielsweise, du hast ein Gebet, die Zeit ist sehr knapp geworden. Und jetzt hast du die Möglichkeit, entweder dein Gebet vollständig zu beten, das heißt, du verrichtest sämtliche Pflichten und die erwünschten Taten in dem Gebet. Und die erwünschten Taten im Gebet sind unzählige. Wenn ich mich nicht irre, haben einige ca. 80 Dinge gezählt, die im Gebet mustahab sind. Wenn ich jetzt alles hier praktiziere, dann führt es dazu, dass die Gebetszeit abstreicht und ich bin immer noch im Gebet. Aber die Zeit ist nicht mehr ausreichend. Also muss ich wissen, was hier erwünscht ist und was verpflichtend ist, um dann nur noch das Minimum davon zu praktizieren. Oder ich gebe euch noch ein drittes Beispiel, was die Fuqaha erwähnen. Das ist aber bei den Hanabila der Fall. Wenn jemand kein Wasser hat und kein Tayammum machen kann, also weder hat er Wasser, noch hat er etwas für den Tayammum, das Gebet entfällt ja trotzdem nicht. So, was macht er jetzt? Er wird ja natürlich ohne Wasser, also ohne eine Tahara reinigen, ohne den Wudu beten, ohne den Wudu und ohne den Tayammum. Hat ja keine andere Möglichkeit. Nehmen wir uns mal an, jemand ist beispielsweise irgendwo festgenommen worden und man hat ihn Hände und Beine zugebunden. Der wird jetzt beten. Da das aber nur eine, das nennt man Darura, es ist ein Darura, ja, darf er nur das Minimum des Gebets praktizieren. Das heißt, er praktiziert nur die Pflichtteile und begnügt sich mit dem Minimum des Gebets und mehr tut er nicht. Das ist ihre Auffassung. Aber auch das ist ein Beispiel dafür, dass man sieht, man muss unterscheiden.
dann hat es noch einen ganz anderen Aspekt zu wissen, warum diese Unterscheidung wichtig ist. Das hat aber mit der Psyche oder mit dem Geist des Menschen zu tun. Es fällt dem Menschen doch, also seinem Geist, viel leichter oder es betrübt und beschädigt seinen Geist geringer, wenn er Taten praktiziert, die unerwünscht sind und er weiß, dass sie unerwünscht sind. Richtig? Wenn ich aber beispielsweise, wenn jemand eine Tat praktiziert und er ist noch lebendig, er ist noch lebendig. Ich meine mit dem Leben nicht das Leben des Körpers, sondern das Leben des Geistes. Denn jemand, der schon tot ist, einen toten Geist hat, ist jemand wie der einen toten Körper hat. Da kannst du drauf einstechen, wie du willst, der wird nichts fühlen. Deswegen sagte ein Dichter, وَمَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ مِنْ إِلَامِ. Er sagte, ein Toter, einem Toten tun Körperverletzungen nichts mehr an. Er meint damit aber, jemand, der einen toten Geist hat, du musst dir das so vorstellen, diese Sünden, die der Mensch praktiziert, die sind so wie Stiche. Stiche, mit denen er auf sein eigenes Herz einsticht. Aber wenn das Herz tot ist, dann wird er nichts mehr fühlen. Deswegen, wir reden hier gerade von jemandem, der noch am Leben ist, der ein gewisses Empfinden noch hat. Wenn ich eine Tat praktiziere und ich gehe davon aus, sie ist haram. Sie ist haram, wobei sie in der Realität aber unerwünscht ist. Das wird mir natürlich, das wird mich psychisch natürlich mehr belasten und mir mehr Schmerz anfügen und wehtun, als wenn ich wüsste, dass sie makruh ist. Sahih. Deswegen sagen die Ulama, das ist aber etwas, was nur die Ulama verstehen. Die meisten verstehen das nicht. Dass jemand eine Tat praktiziert, also in der es einen legitimen Meinungsunterschiede gibt, und er denkt, sie ist legitim, ist besser für ihn und seinen Dien, besser für ihn und seinen Dien, als dass er eine Tat praktiziert, von der er weiß, dass sie haram ist. Und hier gibt es legitime Meinungsunterschiede. Wisst ihr warum? Wenn er nämlich weiß, dass er etwas Verbotenes tut und er beharrt darauf und tut es trotzdem, dann wird er sich daran angewöhnen. Es wird ihm mit der Zeit, also es diese da gibt es sowas wie so eine Schwelle, sage ich mal, eine Hemmung. Diese Hemmung wird immer mehr abnehmen und er wird von einer Tat zur anderen gleiten und er wird immer unempfindlicher. Und das kann man verringern, indem man beispielsweise, natürlich hat das alles seine Regeln und so, ich will das nicht so dahinstellen, dass man, ja, wie das sich einige vorstellen, dass man überall hingeht und sich gerade das Angenehmste rauspickt aus den Sachen. Das nennt man Tatabu'ruchas, also die immer das Allerleichteste aufzusuchen. Wobei man auch hier sagen muss, nach dem Leichteren zu handeln, ist nicht immer tadenswürdig. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, oder in einem Hadith, مَا خُيِّرَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde nie zur Wahl gestellt zwischen zwei Dingen, außer dass er das Leichtere davon gemacht hat. مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمَا, solange es keine Sünde war. Solange es keine Sünde war. Und er sagt auch in einem Hadith zu Mu'adh ibn Jabal, als er mit den Menschen gebetet hatte, zum Salat al-Fajr. Er hat mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gebetet und dann ist er ins fernste Medina gegangen, also an den äußeren Grenzen Medinas und hat dann nochmal mit seinem Volk gebetet. Er hat vorgebetet dann. Das heißt, er hat zweimal gebetet. Er wollte sich einmal nicht diese Vorzüglichkeit entgehen lassen, mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu beten. Und dann ging er aber trotzdem nochmal zurück zu sich nach Hause in seine Ortschaft und hat mit seinen Leuten gebetet als Imam. Er hat aber sehr lang gebetet. Und da war eine anwesende Person. Er hat gesagt, er ist zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gekommen, hat gesagt, ich bete nicht mehr mit ihm. Ich bete nicht mehr mit ihm, weil er das Gebet so lang zieht. Er sagt, ich habe meine Arbeit zu verrichten, ich habe dies und jenes zu tun. Und dann ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat Mu'adh einberufen. Und dann sagt der Überlieferer, der diesen Bericht, der davon erzählt, er sagt, ich habe den Propheten noch nie in meinem Leben so zornig gesehen wie an diesem Tag. Er ist erzürnt. Er sagte, ja Mu'adh, afattan und ant. Ja Mu'adh, bist du eine Versuchung für die Menschen?
ist ja eine Versuchung. Ja, eine Versuchung, die das Gehorsam zu unterlassen. Er führt nämlich dazu, dass ein Gehorsam unterlassen wird. Und dann sagt er, innama bu'ithtum muyassirin, walam tub'athu mu'assirin. Ihr wurdet nur ausgesandt, also diese Umma, um es den Menschen leichter zu machen und nicht schwerer zu machen. Und er sagte, wenn du mit den Leuten betest, fachaffif, dann erleichter, dann kürze dein Gebet, denn unter ihnen befinden sich Kranke, unter ihnen befinden sich Greise, unter ihnen befinden sich solche, die sich gewissen Beschäftigungen zu widmen haben. Und wenn du für dich betest, dann ziehe das Gebet so lang, wie du möchtest. Aber man muss ja auch erwähnen, also in diesem Kontext mal nebenbei, dass das Lang- und Kurzziehen des Gebetes zwei Perspektiven haben kann. Entweder man richtet sich bei der Länge und Kürze an das Gebet des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet hat manchmal, also beispielsweise beim Salat al-Fajr, kann es richtig sein, dass wir sagen, wir müssen die Gebete kurz halten, wegen den Menschen, und dann beten wir Salat al-Fajr mit Qul huwallahu ahad. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das, was der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gemacht hat, ist kurz. Das kann man sagen, das ist eine Möglichkeit. Er hat im Fajr 60 bis 100 Verse gelesen. Im Salat al-Fajr, das war das längste Gebet, was er in der Jama'a gemacht hat. Da hat er 60 bis 100 Verse gebetet. Im Maghrib hat er manchmal Dings gelesen. Die Surat Tin, ja, oder Wadduha, Wallayli, Wash-Shams. Diese Suren, die kleineren Suren. Manchmal hat er aber auch längere Suren gelesen. Ja, auch im Salat al-Maghrib. Das heißt, sagen wir, bei der Länge und Kürze richten wir uns an das, das ist das Maßstab. Oder sagen wir, das Maßstab ist, der Maßstab ist das, was die Menschen so im Allgemeinen als Gesamtheit für kurz und lang empfinden, nach dem Urf. Denn es kann ja durchaus sein, dass die Sahaba alle damit einverstanden waren. Selbst die Fuqaha erwähnen, wenn die Jama'a, die Gemeinschaft, einverstanden ist, damit, dass man länger betet, kann man länger beten. Es kann durchaus sein, dass, oder davon gehen wir mal sehr schwer aus, ne, dass die Sahaba damit einverstanden waren. Dementsprechend würde die Tat des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Länge und die Kürze des Gebetes nicht Maßstab sein. Das ist nicht Maßstab. Es war Maßstab für diese Leute dort, aber nicht für die in anderen Gemeinschaften. Das sind zwei Ausrichtungen, die Gelehrten hier haben. Also wir haben jetzt hier diese Leute, die erste Kategorie, das sind die Kabair meiden, die großen Sünden meiden, die Grundlagen, das Minimum des Imans verwirklichen und auch die kleinen Sünden nur gelegentlich praktizieren, hier und da mal, aber nicht darauf fest verharren. Denn auf eine kleine Sünde fest zu verharren, macht sie zu einer großen Sünde. Kleine Sünden können zu großen Sünden werden, das werden wir besprechen, wann das passiert. Diese Menschen können zwei Ausgänge nehmen. Entweder gehören sie zu den sogenannten Al-Muqarrabun oder zu den Ashabul Yamin. Allah Ta'ala sagt ja im Koran, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. Und ihr werdet drei Partien sein. Ihr, yani, die Muslime, werden drei Gruppen sein, drei Scharen. Und dann nennt er diese drei Scharen in der Surat Al-Waqi'ah. Er sagt, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. Die Vorauseilenden, das sind die Vorauseilenden. Was heißt das, die Vorauseilenden? Das sind die Vorauseilenden. Die Leute, die in der Dunya den anderen Menschen vorausgeeilt sind. Sie werden jene sein, die in der Akhira vorauseilen. Und dann sagt er, dann bestimmt er ihre, nennt er sie bei einem Namen und er drückt ihren Rang bei Allah Ta'ala an. Er sagt, Ulaika al-Muqarrabun, das sind die al-Muqarrabun. Muqarrabun heißt Nahestehenden. Das sind die Allah Nahestehenden. Das ist die Gruppe 1. Dann haben wir noch eine zweite Gruppe. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Und die Leute der Rechten, das sind die unter den Muqarrabun sind. Die sind aber auch noch, werden auch noch beglückt sein. Dann haben wir eine dritte Kategorie, wa ashabu shimali, wa ashabu shimal, die der Linken. Das sind drei Kategorien. Allah Ta'ala nennt diese drei nochmal in einer anderen Sura bei anderen Namen.
Er sagt, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Dann haben wir das Buch denen zukommen lassen, die wir unter unseren Dienern auserwählt haben. Auserwählt, das heißt, es handelt hier nicht um Kuffar oder es geht hier um Muslime. Und warum ich das erwähne, sage ich euch gleich nochmal. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ. Unter ihnen sind solche, die sich selbst Unrecht antun. Nummer 1, Kategorie Nummer 1. Diese entsprechen den, in dem Vers der Surat al-Waqi'a, entsprechen sie den Leuten der Linken. Dann, وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد. Und unter ihnen gibt es so die Muqtasid. Und Muqtasid ist der weder im, yani er ist weder im Plus noch im Minus. Die beschränken sich nur auf das Notwendigste. وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Und unter ihnen gibt es solche, die mit den Khairat, mit den guten Taten, mit ihnen vorauseilen. Allen anderen vorauseilen. Das sind drei Kategorien, die Allah Ta'ala im Koran nennt. Warum jetzt noch mal kurz zurück? Warum habe ich gesagt, dieser Vers handelt um Muslime, nicht um Kuffar? Warum? Aus folgendem Grund. أغلق الباب إن أمكن إن أمكن نعم. Warum habe ich gesagt, dass der Vers um Muslime handelt, nicht um Kuffar? Weil dieser Vers ist ein Beweis dafür, dass der Sünder immer noch ein Muslim ist. Oder? Der Sünder ist immer noch ein Muslim, denn Allah Ta'ala zählt diese drei Kategorien zu den Auserwählten seiner Diener, denen er das Buch beschert hat. Somit ist dieser Vers auch ein Hinweis für die Falschheit des Madhab der Khawarij. Naam. Das war die erste Gruppe. Die zweite Gruppe besprechen wir beim nächsten Mal. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين